Hallo zusammen, willkommen zurück zu Get Even. So. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran erinnern, was hier genau Sache war. F prüfen. Bildschirmtext. Z. Ruf der Zukunft. Bla bla bla. Okay. Huch, falsche Taste. So. Ja, ich habe ehrlich gesagt kein Schimmer, was ich hier genau machen muss. Hohoho, da steht ja einer. Lampe aus. Ich habe das Spiel mal ein bisschen heller gemacht, dann hoffen wir mal. Hä? Was ist für ein Licht? Ich bin etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Ich hatte nämlich wirklich keinen Plan, was ich hier jetzt genau machen muss. Die letzte Aufnahme ist auch wieder ein paar Tage her. Ich weiß nur noch, dass ich nicht unbedingt die Leute erschießen sollte. Das sollte ich tatsächlich nicht tun. Oh. Glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich das so richtig verstanden habe. Hier gibt es irgendwas zum Scannen, aber wenn ich jetzt drücke, dann schieße ich doch nur. Ich bin ein bisschen verwirrt, was das hier gerade angeht. F. Ja, siehst du? Toll. Aber das ist kacke, ich möchte die Waffe wieder ganz normal in der Hand haben. Ich will dieses scheiß komische Klappding da nicht. Oh. Ich meine, ist ja ganz praktisch, dass man damit um die Ecke gucken kann, aber mich nervt das. Jetzt kann ich nicht mehr scannen. So, jetzt sitze ich hier in der Falle, ne? Was ist, wenn ich die Typen doch abknalle? Ja, eigentlich ist es ja auch scheißegal. Eigentlich könnte ich die auch einfach ganz normal abknallen, ist ja theoretisch egal. Das hat halt dann ein paar Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf, aber wen juckt's? Ich meine, ist ja nur ein Spiel, ne? Da ich hier sonst nicht weiß, was ich machen soll, dann kann ich die Tippen eigentlich auch gleich einfach über den Haufen schießen. So, da hängt nämlich auch einer rum. Und ich habe wirklich keinen Plan, was ich hier genau machen muss, deswegen scheiß drauf. Ich knall sie einfach ab, dann habe ich meine Ruhe. So, das war es zwar nicht unbedingt die beste Idee, aber puh, mir doch egal. Ganz ehrlich. Bis ich hier gerafft habe, was ich machen muss, bin ich 5-mal gestorben und da habe ich auch keinen Bock drauf. Oh, hi! The Pandora has difficulty simulating unreported human reaction. Do not try and push this parameter. Put your gun away. Was? Wieso habe ich eigentlich keinen Untertitel? Ja, hier sollte doch eigentlich irgendwas stehen. Gib mal den Scanner hier. Jetzt scan halt mal, ne? Das bringt mir gar nichts. Halt. Aha. Mit alt. Schön, dass ich das auch mal weiß. Oh, hübscher Anzug. Den hätte ich gerne. So, aber... Was genau soll ich jetzt hier machen?
habe ich die ganzen Typen natürlich über den Haufen geschossen. Was, glaube ich, nicht so gut war, aber... Naja, wie schon gesagt, ist mir jetzt echt egal. Achso. Nee, wo ist denn die Taschenlampe? Zur Hölle nochmal. Ja, genau, hier. So, muss ich da lang? Kann das sein? Na, welcher Fahrstuhl kommt zuerst? Der hier. Above you are the research labs. I believe that's where you need to go. A warning. You may come across Roger Howard. Oh, Momento. Wieso habe ich keinen Untertitel mehr? Wieso sind die aus? Storybezogene Umgebungsgespräche? Klar, wieso nicht? Schwierigkeit, ja. Cool. So, jetzt. Yo. He was personally overseeing the development of the corner gun. The man never sleeps. Hallo. Sind die jetzt schon wieder aus, oder was? Nee. Wieso funktioniert's da nicht? Although it's late, he may well be around. Hm. Gut, dann halt nicht. Ich habe kein Wort verstanden. Dunkel hier. Das ist unfassbar. Ah, da. Na, komm, Bildschirmtext. Sag mal, sehen die das nicht, dass ich hier mit der Lampe rumfuchtel? Ah, hier gibt's was zum Scannen. Ah, sieh mal einer, guck. No, 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 don't you dare, don't you fucking dare! You're a thief, you're a fucking thief! Give me back my money! Oh! What's that? Guys, is that some pain? Freeze! I said freeze! Wo ist er hin? Mann, ich sehe nix! Wo ist er jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kein Plan. Wirklich. Ich bin absolut ratlos. Abgesehen davon, dass diese Witzfiguren die ganze Zeit auf mich schießen. Mir jetzt egal, ey. Meine Fresse. Maul. Hey, so nicht, Freundchen. So. Und nu? Brauche ich die Funzel. So.
So, was muss ich denn jetzt machen? Hier, das ist noch. Was ist das hier? Oh, ey, Alter. Hm. Server Room? Okay, ich schätze. Oder muss ich da lang? Kann das sein? Hallo? Da ist zu. Und hier? Da ist auch zu. Wenigstens bin ich jetzt die ganzen Pappnasen da losgeworden. Jetzt habe ich das Spiel übrigens schon heller gemacht und ich sehe trotzdem nichts, wenn die Lampe aus ist. Ah, vielleicht soll ich damit fahren. So. So, hier schleichen doch bestimmt auch wieder einen ganzen Haufen von diesen Idioten rum. Da komme ich nicht rein. Ah, warte mal, da die rote Tür. Versuchen wir mal die. Die leuchtet so auffällig. Bin ich bestimmt richtig. Oh. I don't remember the code to this door. How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. You just can't quite access it. Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. You just need to look around. Hä? Ich muss mich nur umsehen. Hä? Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ich glaube, in 1. Okay, hier komme ich nicht rum. Sind das meine Fußabdrücke? Nee. Okay, warte mal, ich folge den Fußabdrücken. Das wird wahrscheinlich einfacher sein. Wieso ist die Tür jetzt auf? Und nu? Jetzt habe ich immer noch keinen Code. Kann ich das drehen? Nee, ne? Nee. Nee, alles. Okay, geht nicht. Warte mal, was sind hier die andere? Schränke kann die auch nicht aufmachen. So, jetzt habe ich aber die Faxdecke. Steck mal die Waffe weg. Ah, was haben wir hier noch? Aha, 5. Neun. Aha, aha. Ja, ja. Langsam komme ich ans Ziel. 4. 5, 9, 4. Kann das sein? Richtig? In der Reihenfolge? Mal gucken, war das wirklich eine 5? Habe ich da eine 5 gesehen? Ja. Okay, 5, 9, 4. Oh, jetzt hängen die Bilder plötzlich da.
Na gut, das könnte auch 495. Ich probiere einfach mal 594. 5, 9, 4. Ich glaube, da fehlt noch eine Zahl. Ja, da, huch, falsche Taste. Da fehlt noch eine Ziffer. Habe ich hier noch irgendwo ein Bild übersehen? Ja, guck mal hier. 7. So, 7, 4, 9, 5. Probieren wir halt mal das in der Reihenfolge. 7, 4, 9, 5. Okay, scheiße. Dann in der Reihenfolge, in der man die Bilder findet. 7, 5, 9, 4. Okay. Das auch nicht. Dann 4, 9, 5, 7. Auch nicht. Das soll aber zum Witz sein. Muss ich jetzt hier die rumprobieren? Ah! Ich bin drin! Ich bin drin! Juhu! Ich bin im Serverraum. Hat das auch lang genug gedauert? You didn't just steal the corn gun. You destroyed their servers, erased their data, wiped the corn gun from existence. You're good at your job, Mr. Black, I'll give you that. This Robert Ramsey must have paid well. So. Das ist also jetzt die Corner Gun, oder was? Neue Wumme. So, und nu? Muss ich jetzt wieder rausschleichen? Na, klasse. Okay. Oh! Alter, wer bist du denn? Ah, there you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property, and I want it back. Nothing personal, you understand. Security, kill him. Uh-oh. Kommt da jetzt einer, oder was hat er wieder wer? Schalten wir mal auf 3 rum. Oh! Hey! Oh! Das kannst du aber laut sagen. Warte mal. Das heißt eine ganz andere Waffe, oder? Aha! Da! Ah, sieh mal einer, guck. Na gut, zugegeben, die Waffe ist doch gar nicht so ist doch gar nicht, eigentlich gar nicht so scheiße. Na, so wird das nix. Okay. Hallo, wird das auch was? Kommt da jemand? Gott, ich muss hier irgendwie rauskommen. Ah, das ist natürlich praktisch. So, hallo, dürfte ich jetzt mal bitte hier entkommen?
Scheiße, hier unten. Wieso trifft er mich jetzt? Oh, oh. Die Waffe ist gar nicht schlecht. Aber das Spiel ist schlecht. Also ganz ehrlich, mich nervt es gerade ein bisschen. Nur so ein bisschen. Falsche Knarrer, Junge. Die hier. So, einer haben wir weg. Gut, ich stelle mich natürlich auch gerade wieder sehr dämlich an. Also ein bisschen halt, ne? Wie immer. Jetzt muss ich hier irgendwie heil rauskommen aus der... So, schon mal nicht. So. Ist gar nicht so einfach. Was soll ich tippen, wenn ich nicht gleich wieder von vorne komme? So. Ich schätze, wenn man den Dreh mit dieser komischen Cornergun erstmal raus hat. Uah. Wird's. Falsche Richtung, Junge. Wo denn? Oh, ich stand glaube so offensichtlich irgendwo rum. Ist ja natürlich auch möglich. Ja, ich wollte sagen, wenn man den Dreh mit dieser Waffe erstmal raus hat, dann wird es, glaube ich, einfacher. Oh, nett. Lauf. What are you doing, Mr. Black? What do you mean, what am I doing? I'm chasing Howard. No. We have nothing to gain by changing his memory. I'm pulling you out. Ja, bitte hol mich da raus. Vielen Dank. Full insulin system flood. That's it. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was there. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. I feel like I'm gonna throw up. A natural response. It will become easier the more we proceed. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please, approach and proceed. Not that again. So. Gott sei Dank wieder zurück. Was ist das hier? Haben wir das schon gelesen? Weiß ich nicht. Egal. Ja, hier gefällt es mir schon viel besser, wieder in dem alten Haus. So, was haben wir hier? Roger Howard. Eine Visitenkarte, ne? Rauszoomen. Ja, komm. Arschlecken. Guck mir jetzt den Quatsch hier gar nicht lange an. Ist das Geschenk? Nein, das ist eine E-Mail. So. Was ist das? Oh, hier kann man noch scrollen. Na gut, okay. Habe ich mein Handy noch? Ah ja, sehr schön.
Kann ich das auch wieder wegstecken, das Ding? Nee, kann ich nicht. Jetzt habe ich es aus Versehen ausgepackt. Toll, jetzt hätte ich die ganze Zeit ohne Handy rumlatschen können. Schade. Och nö, was ist das denn jetzt schon wieder? Hey? Where am I now? This is another memory. Not quite. Consider this a filing cabinet, Mr. Black, of all the evidence you gather. We'll make sense of it eventually. Any information filed by the Pandora is accessible for you in this room. Each board represents a different memory. Give it a try. Look at a couple of boards and see what happens. Okay, ich guck mir ein paar Tafeln an. Any connections or links your mind may have made, even unconsciously, are recreated visually by the Pandora. I'm rather proud of this feature. You can study the investigation further, or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. %88? Oh, irgendwas habe ich übersehen. Okay, aber ansonsten... 0%. Well done, Mr. Black. All the available evidence is now collected for this memory. We may find a way to use the code you've discovered. Could be significant. Das ist das Mädel vom Anfang, ne? So, was haben wir hier? Ach ja, das ist ja die Brille, genau, ja. Was habe ich da? 52% nur, ach du Scheiße. So, was ist das jetzt für ein Foto hier? Kein Schimmer. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle ist die Folge jetzt zu Ende. Wir sind also... Ach, jetzt blicke ich das erst. Wir sind also in meinem Kopf. Okay, na gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Get Even wieder. Lasst mir gerne eine Bewertung da und abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hey, wäre nett. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.